Also was ich cool finde, sind Fake Fur. Ich selber habe ein bisschen Mühe mit echtem Fell. Darum habe ich immer auch gerne mal irgendeinen Fake Fur an. Oder dann irgendwie einen knalligen Hut aufhebst, finde ich das absolute Must-have. Immer wenn ich auf die Energy Night angesprochen werde, ist es immer so, was ich muss sagen, ist einfach ein einmaliges Erlebnis. Ich habe auch dieses Jahr wieder gedacht und genieße es wirklich jedes Mal, weil es so eine Stimmung ist, die du sonst nie rein hast an einer Modenshow. Es ist immer sehr seriös und sehr still. Und in so einem Hallenstadion ist es natürlich ganz anders. Da wird gejubelt und geklatscht. Es ist eine gute Stimmung. Also es fängt wirklich extrem an. Also es ist wirklich so, es inspiriert mich eigentlich extrem, weil ich wirklich nah dran bin an diesen Designern in einer individuellen Kollektion. Das hat mich vorher eigentlich gar nicht gross interessiert. Und jetzt, wo ich so nah dran bin, interessiert mich das wirklich immer mehr und ich finde es extrem spannend. Aber ich tue jetzt bin jetzt nicht jemand, der extrem auf Markenkleider sich muss stützen, sondern ich kombiniere gerne mal ein Markenstück vielleicht mit einem Zara oder Manor oder Handem-Piece und so. Etwas zusammen zu basteln.